Hallo und willkommen zurück zur Karriere von Jan Ulrich beim Radsportmanager 2015. Die erste Etappe der Tour de Berlin haben wir hinter uns, die habe ich gerade gespielt. Und wie wir sehen, hat Lucas Destin das Rennen gewonnen, hat 10 Sekunden Zeitgutschrift bekommen. Das bedeutet, in der Gesamtwertung führt er jetzt natürlich. Wir sind einfach mit dem Hauptfeld ins Ziel gerollt, als auch. Lass mich nicht lügen, 68. bedeutet, wir starten relativ früh im Zeitfahren jetzt bei der zweiten Etappe. Was allerdings schön ist, wir haben dann doch die nächsten Tage noch unsere Punkte bekommen am Berg 71, Zeitfahren 71. Ich denke mal, dass das bedeutet, dass wir in der Zeitfahrwertung relativ gut sind. Ich weiß jetzt nicht, wer alles mitfährt, aber Toni Martin sollte eigentlich bei der U23 nicht mehr am Start sein. Unsere Frische ist jetzt auch wieder nach oben gegangen, der Rhythmus ist ein bisschen hochgegangen, die Fitness ist ziemlich gut. Ich denke mal, wir sind gerüstet für die Tour de Berlin. Wir sehen ein 25,3 Kilometer langes Zeitfahren. Es geht rauf und runter. Bin mal gespannt, der Rhythmus ist durchschnittlich, die Frische ist ausgezeichnet, die Fitness ist sehr gut. Bin sehr optimistisch, dass das doch durchaus klappen kann. Mal schauen, wenn jetzt gleich der Favoritenbalken kommt. Und danach gibt es halt nur noch Sprintankünfte. Das bedeutet, wer hier im Zeitfahren gewinnt, hat, denke ich mal, gute Chancen, die ganze Tour zu gewinnen. Das wäre natürlich schon mal ein großer Erfolg, wenn wir im ersten der ersten Saison eine Rundfahrt gewinnen, dann auch noch in Deutschland auf deutschem Boden. Da wären wir sehr, sehr glücklich und wir sind an Position 4 vom Zeitfahrwert. Also hätte durchaus schlimmer kommen können. Zeitfahren sieht folgendermaßen aus. Wir können jetzt hier nicht wirklich mit jedem Fahrer mitfahren. Das fand ich immer ein bisschen schade, weil theoretisch kann man sich ja als Fahrer auch im Fernsehen das anschauen. Ah, doch, jetzt geht's hier. Dass man, der Wert geht natürlich sofort auf plus 8. Dann haben wir jetzt Armin Rohde, der nicht, bestimmt nicht Armin Rohde ist, aber wir sehen vom Zeitfahrwert 56 eher durchwachsen. Hier kann man doch quasi mit jedem mitfahren, aber wir können jetzt zum Beispiel hier nicht mehr wechseln. Rohde hat einen relativ guten Tag erwischt mit plus 5. Wir schauen mal, was Jan Ulrich dann gleich für einen Tag erwischt hat. Ist ja unser Saisonhöhepunkt. Wir fahren mal mit Rohde mit. Schauen uns ein bisschen die Etappe an, aber wir müssten jetzt auch gleich schon ins Rennen gehen, weil wir halt nur 68. geworden sind auf der ersten Etappe. Erste Zwischenzeit. Rohde Erster. 10 Minuten 16, 2 Sekunden Vorsprung. Sind aber erst 6 durchgefahren. Also noch nicht allzu aussagekräftig. Das wird bei uns wahrscheinlich auch so sein. Heißt Louis Rohde. Das ist ja mal. Den Vornamen wäre ich jetzt nicht, hätte es Lukas oder sowas gesagt. Aber Louis ist natürlich. Schöner Name. So, automatisch geht dann das Spiel zu einem selbst an den Start. Und bei so viel. Bei so einer langen Distanz würde ich sagen, fangen wir mal bei 63 an. Und können ja dann immer noch ein bisschen justieren. Ein Plus-2-Tag. Deswegen machen wir auch plus 2 nochmal auf 65 hoch. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil hier entscheidet sich wirklich die Tour de Berlin. Ich denke mal, die Sprinter werden, solange sie jetzt keine Allrounder sind und auch im Zeitfahren gut sind, zwar die Etappen gewinnen, aber nicht die Rundfahrt. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Es geht so ein bisschen rauf und runter. Deswegen müssen wir schauen, dass wir da einen richtig guten Mittelwert finden, um das nochmal zu erklären für alle, die vielleicht jetzt Zeitfahren noch nicht gesehen haben. Es gilt eigentlich immer, einen guten Mittelwert zu finden, um den grünen und den blauen Balken auszubalancieren. Machen das mal ein bisschen flacher. Beim Zeitfahren finde ich das immer schöner. Und wir kommen jetzt auch schon zur ersten Zwischenzeit, wo Michal Schlegel vorne ist in 10 Minuten 16, zeitgleich mit unserem Teamkollegen. Mal schauen. Wir haben jetzt die neue Bestzeit. 7 Sekunden sind wir vorne. Louis Rohde sehen wir zum Beispiel hier. Hat deutlich zu viel Energie verpulvert, hat noch ordentlich Strecke vor sich, weiß nicht wie viel, sind noch 4 Kilometer und er hat jetzt schon keine Energie mehr. Das soll uns natürlich nicht passieren. Deswegen, wir müssen den Mittelwert gut wählen. Und ich denke mal, da jetzt hier so eine kleine Abfahrt kommt, machen wir es doch mal hier. Ich glaube, wir können auf 67 gehen. Und ich hoffe einfach, dass wir mit unserer Zeitfahrstärke wirklich Chancen haben, diese Rundfahrt zu gewinnen. Ja, jetzt ist es natürlich doch schon durch diesen kleinen Anstieg. Aber jetzt geht es natürlich wieder bergab. Da gewinnen wir wieder ein bisschen was. Deswegen, ich lasse es jetzt mal auf 67. Müssen wir dann halt immer noch justieren. Ja, verdammt. Ich gehe wieder auf 65 runter.
Jetzt gibt es nämlich erst nochmal bergauf. Wir sehen schon den vor uns fahrenden Lukanin, der einen Zeitverwert von 62 hat. Den, denke ich, sollten wir eigentlich einholen auf der Strecke. 25 Kilometer ist auch, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen, lang für ein Zeitfahren sagen, eigentlich eher ein Mittelwert. Früher waren die Zeitfahren auch deutlich länger, da gab es auch bei der Tour fast 50 Kilometer Zeitfahren. Also, so, jetzt können wir nochmal auf 67 hoch, wahrscheinlich ist der Mittelwert so 66. Wir schauen die zweite Zwischenzeit, da ist wieder Michael Schlegel auf Platz 1, Louis Rode auf Platz 2, der aber hinten raus, wie wir wissen, ja komplett eingebrochen ist. So, Zwischenzeit 29 Sekunden vorne und ich gehe jetzt mal auf 70 hoch. Es geht jetzt doch lang hier so ein bisschen leicht bergab. Natürlich geht es jetzt auch gleich nochmal bergauf, aber da hätten wir fast noch mehr rausholen können auf den ersten Kilometern. So, ich hoffe, wir haben verschenken da keine Zeit. Schauen wir nochmal, bei der ersten Zwischenzeit sind wir immer noch deutlich vorne. Natürlich die Topfahrer wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig am Start. So, jetzt geht es hier nochmal ordentlich bergab ins Ziel. Sind nur noch. Ist gar nicht mehr so lang. Wir haben ja 75 hoch. Wir haben Zeit verschenkt auf dem Weg. Wir haben definitiv Zeit verschenkt. Machen wir noch einen kleinen Schlusssprint. Schauen uns an, wie wir im Ziel liegen. Wir hätten am Anfang theoretisch noch schneller fahren können. Im Ziel haben wir 1:03 Vorsprung. Würde ich sagen, trotzdem noch ziemlich gut. Und jetzt heißt es eigentlich warten. Wir schauen mal bei der ersten Zwischenzeit, ob sich da was verändert groß. Wenn wir es jetzt mal auf achtfach stellen. Weil da müsste sich ja eigentlich schon zeigen. Taylor Eisenhardt, wir sind immer noch 1 Minute vorne. Da kommen jetzt ein paar. Ich hoffe mal, dass die uns nicht gefährlich werden, weil wir sind hinten raus ja nochmal richtig schnell geworden. So, bislang haben wir immer noch 1 Minute Vorsprung im Ziel. Ich hoffe einfach, dass wir wirklich die Etappe gewinnen. Patrick Schultes ist im Ziel, Zweiter mit 46 Sekunden Rückstand. Hat sich gerade auch nochmal was verändert. So, wir schauen mal, wie viele Fahrer. Willi Wilwohl ist eigentlich noch nicht mal losgefahren. Mal schauen, wo der in der Gesamtwertung liegt. Reske ist auf jeden Fall auf Platz 6. Schauen wir mal, wir sind weiterhin vorne. In der ersten Zwischenzeit hat sich nicht viel geändert. Da war Patrick Ruben-Pohls, ist in der zweiten jetzt 21 Sekunden hinter uns. Der könnte uns jetzt ein bisschen gefährlich werden. Wir müssen jetzt auch bald ins Ziel kommen, ist auf Platz 3 mit 53 Sekunden Rückstand. Jetzt sehen wir auch, jetzt kommen schon etwas stärkere Fahrer. Nils Pollitt, 1 Sekunde zurück bei der ersten Zwischenzeit. Das ist natürlich ziemlich stark. Ich würde ihn jetzt eigentlich ganz gerne hier irgendwo markieren. Da ist er. Jetzt Pollitt, da haben wir ihn. Können wir nämlich jetzt verfolgen. Zweite Zwischenzeit, Bestzeit. Verdammt. 5 Sekunden vor uns, aber wir waren hinten raus so stark. Drehen die Kamera mal, um es ein bisschen interessanter zu machen. Und da kommt Willi Wilwohl ins Ziel, oder er fährt zumindest da rum. Wie weit hat er noch? Volle 2 Kilometer sind es noch. 1,6 und jetzt heißt einfach hoffen, dass er nicht schneller ist als wir. Bitte sei nicht schneller als wir. Jesserand haben wir da. Pollitt ist im Ziel. Ja! 17 Sekunden hinter uns. Hinten raus haben wir es gerobbt. Sehr, sehr gut. Mal schauen, ob da jetzt noch einer schneller gefahren ist. Bislang nicht. So, der Puls steigt. Ah! Silvio Herklotz. Das ist, glaube ich, auch der Top-Favorit gewesen. 2 Sekunden vor uns, aber wir haben ja gesehen, wir haben hinten raus ordentlich Zeit gut gemacht. Da haben wir ihn. Den verfolgen wir jetzt mal. Wir können leider nicht mitfahren, das ist ein bisschen schade. Halbplatz, Nils Pollitt, wir schauen bei der zweiten Zwischenzeit. Da ist die zweite Zwischenzeit relativ dicht vom Ziel. Mal schauen, wo er da aufschlägt. Hat er da immer noch die Bestzeit? Halbplatz. Ja, 24, 48, 15 Sekunden vor uns. Eieiei, das holen wir nicht mehr raus. Wenn wir gerade mal 17 Sekunden hier auf den gut gemacht haben, heraus, das wird nichts. Leider gewinnt Herr Klotz. Außer er bricht jetzt hinten doch ein. Es sind noch 3 Kilometer fehlen. Noch einer. Noch 700 Meter. Jetzt kommt er gleich ums Eck und dann sehen wir,
ob er uns schlägt oder nicht. Da ist er und er hat zeitgleich. Aber wir sind vorne. Wir sind vorne zeitgleich. Schauen wir weiter, ob hier noch einer kommt, der uns gefährlich werden kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Ich glaube wirklich, dass es das war. Ich sehe jetzt hier keinerlei Veränderungen mehr. Abstände sind nicht so groß wie gedacht. Also, Entschuldigung. Kommt keiner mehr. Silvio Herklotz, Nils Pollet, Jan Ulrich. Und ich glaube, wir haben das Zeitplan gewonnen. Wir haben gewonnen. 34-22, zeitgleich mit Silvio Herklotz. Sensationell. Jetzt schauen wir, das gelbe Trikot kriegen wir nicht, weil wir in der Platzierung vorher schlechter waren. Schade. Punktbewertung sind wir punktgleich. Und na klar, bester Nachwuchsfahrer ist auch Herklotz, weil er von der Platzierung auf der ersten Etappe stärker war. Aber immerhin, wir haben die Etappenwertung gewonnen. Sind damit auf einem guten Weg. Wir sind zeitgleich mit ihm. Entschuldigung, jetzt war die Aufregung so groß. Wir schauen uns mal die dritte, vierte, fünfte Etappe. Die fünfte Etappe wird ein bisschen hügelig. Ich glaube, dritte und vierte haben wir, glaube ich, keine Chancen, uns da groß irgendwie abzusetzen. Aber wir haben immer erster Sieg im Continental. Wir kriegen nochmal 30 Punkte extra. Und damit haben wir jetzt auch schon, müssten wir nicht Stufe 2 freigeschaltet haben. Gewinnen Sie Ihr erstes Rennen, das haben wir doch gerade gemacht. Wir gehen mal auf Weiter. Vielleicht kommt dann der Stufenaufstieg. Es hat ja eben auch ein bisschen gedauert, bis unsere neuen Werte angekommen sind. Zum Glück auch direkt vorm Zeitfahren. So, Stufe 2, ne? Wäre ich jetzt ganz gerne. Wäre schön. Rhythmus steigt natürlich auch nochmal. Wir schauen mal, ob wir, warum kriegen wir keine Stufe 2? Wir haben gewonnen. Gewinnen Sie Ihr erstes Rennen, das haben wir geschafft. Naja, wir schauen einfach mal, ob das Spiel uns doch noch Stufe 2 gönnt nach unserem ersten Sieg. Wir haben das Zeitfahren gewonnen, wenn auch natürlich ein bisschen enttäuschend, dass wir jetzt in der Gesamtwertung nur Zweiter sind und quasi keine Möglichkeit mehr haben, große Sekunden gut zu machen, außer wir holen Zeitbonifikationen im Ziel. Aber bei unseren Sprintwerten eher kompliziert. Aber unser Saisonhöhepunkt, denke ich mal, gut gelegt. Wir könnten theoretisch, wenn wir jetzt Stufe 2 noch erreichen würden, auch noch die Bayern-Rundfahrt hinten dran hängen, was ja von unserer Fitness her auch kein Problem wäre. So viel sind wir ja noch nicht gefahren. Dann kommt noch Garmin-Velodrome Berlin und natürlich eine relativ hügelige Giro Ciclisto della Valle d'Aosta Mont Blanc. Ich spreche das einfach sehr, sehr gerne aus. Und wir sehen, hier kommen richtige Berge. Das wäre natürlich ganz schön, wenn wir das mit unserem jungen Fahrer Jan Ulrich fahren könnten. So, wir haben ein Rennen gewonnen. Und das relativ früh in unserer Karriere. Natürlich ein U23-Rennen. Aber trotzdem sind wir zufrieden damit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir, ob wir die Tour de Berlin vielleicht ja doch gewinnen können. Wir sehen uns. Bis dann.